Guten Morgen aus dem Butterfly. Es ist Mittwoch und wir haben Skitag. Wohin geht's? Wir gehen nach Val Tournanche. Unsere ganz originale Butterfly-Skitour. Essen in Cervinia im Hotel Rasca bei Rudi. Und vorher Skifahren. Es gibt ein gutes Essen. Es ist 9.30 Uhr, wir sind hier auf dem kleinen Matterhorn, 3889 Meter, Top of Europe. Wir sind bereits an der italienischen Grenze. Testa Grigia. Schaut einfach mal, wie es hinter mir aussieht. Kurz vor Val Tournanche, es ist gleich 10 Uhr und wir sind hier bei strahlendstem Sonnenschein. So ein Scheißwetter auch wieder. Nach den ersten Abfahrten, es ist einfach sensationell, kaum Leute und ja, zum Wetter muss ich auch nicht mehr viel sagen. Andi?
Wir machen unsere letzte Abfahrt vor dem Apero. Wir fahren nach oben und dann geht's zum Prosecco. Apero, 11 Uhr, hier geht's gleich mit Prosecco los. Wir sind keine Leistung. Ja, und wir sind ja nicht zum Spaß hier. Nein, aber zu genießen. Rennsteig TV. Mein Lokalsender. Ja. Wir haben 12 Uhr, wir sind in Val d'Ornanche an der Talstation und wie ihr seht, haben wir unseren Pickup-Service zum Restaurant Rasca. Ciao Rudi! Buongiorno! 12 Uhr, Hotel Rasca. Wir freuen uns auf ein super italienisches Lunch. Butterfly! Butterfly! Also, es ist ganz prima. Genau. Ja, kann man gar nicht sagen. Genau. Und wenn wir aus Steinbach gewesen wären, hätten wir gesagt, wir sind heute dann runtergefahren, ja, also ja. Überall wieder gehoppelt und gebobbelt. Und gebobbelt. Hast du ja gut gemacht. Danke, danke. Für den Ossi nicht schlecht. Naja, das war wieder eine Bemerkung. Die werden wir rausschneiden. Fake you. Nach einem opulenten italienischen Mittagessen sind wir jetzt hier. Rudi! Und 14.45 Uhr, wir sind endlich fertig mit dem langen Mittagessen. Und jetzt geht's zurück nach Zermatt via Cervinia. Auf dem Weg zurück zur Schweizer Grenze. Noch zwei weitere Lifte. Und dann sind wir zurück. Richtig satt geworden bei Mama Therese. Es war wie
immer hervorragend. Du bist nur hier um 21, 23 oder noch vor 19 Uhr. Es ist 15.30 Uhr und wir sind hier auf der italienischen Schweizer Grenze. Hinter mir ein Panorama. Vielen, vielen Dank für den schönen Skitag an alle meine Butterfly-Gäste. Ein schönes Nachhause, 18 Kilometer bis zum Mat. Und nicht vergessen, Butterfly! Super geilen Tag. Danke an alle meine Gäste.